Hey, Schusch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Jack and Dexter. Ich bin Chester in der Vibe und, ich möchte jetzt mal gucken, ob wir da jetzt tatsächlich an diese eine Stelle jetzt rankommen oder ob ich dafür jetzt immer noch was vergessen habe, was in meinem Brain ja tatsächlich sich ergeben kann, weil mein Brain kann nicht viel handeln. Leider. Ich hab ein Mini-Brain. Da hört es auch was mit diesem unterirdischen Tempel auf sich, aber da habe ich immer noch keine Ahnung, wo der sein soll. War der Meinung, ich habe da jetzt alles abgegrast? Nee. Sieht nicht danach aus. Dann sollten wir vielleicht doch erstmal ein Feuer kennen und dann später nochmal nachgucken. Ist doch schon interessant, wie das Ganze hier miteinander verbunden ist. Dann müssen wir noch zur Nebelinsel und ach, herrje. So viel zu tun, Leute, so wenig Zeit. Jeden Tag nur 20 Minuten. Paff! Weil hier haben wir ja soweit alles. Denn Santorfin hat jetzt noch... Ja, zum Orakel. Mir fehlen da noch Sphärfliegen? Mir fehlt da eine Sphärfliege. Wie kann das denn sein? Das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Muss ich die wohl noch mal finden? Das wird schon irgendwie möglich sein. Am Ende ist es ganz leicht zu finden und ich bin dann so... Hat hier die irgendwie hinterm Haus oder so? Habe ich die da gerade? Ey, gucke da. Da haben wir sie doch. Ey, gucke da. Habe ich nicht gesagt, ich finde sie? Ihr müsst mal anfangen, mir zu vertrauen in dem Punkt. Und 21. Die Dinger sammeln sich wie warme Semmeln. So's. Dann haben wir hier was vergessen. Der Bürgermeister hat seine Spende. Wir haben dadurch kaum noch was. Wir gehen zum Feuer-Canyon kommen. Gehen wir erstmal zum Feuer-Canyon. Vielleicht hat das da ja was dann mit dem Dschungel zu tun. Hoppa. Zumal im Feuer-Canyon, so wie ich das gesehen habe, gibt's 50, gibt's 7. Gibt da nicht so viel offenbar. Es sei denn, da gibt's dann nochmal 10.000 Untergebiete. Was ich mir sogar vorstellen könnte. Super, ihr habt die 20 Energiezellen, um ein Hitzeschild zu aktivieren. Seid aber vorsichtig, der Schild schützt den Zoomer nur bis zu einer Temperatur von 500 Grad. Also lasst ihn nicht zu heiß laufen. Wenn ihr über glühende Lava fliegt, heizt ihn das ganz schön schnell auf. Wenn ihr 500 Grad erreicht, ist es aus. Aus? Du meinst wie in Aus und Vorbei? Der Fire Canyon ist sehr heiß. Achtet auf Sprungmöglichkeiten, um den Abstand zur Lava zu vergrößern. Ich habe auch mehrere blaue Kühlballons steigen lassen, mit denen ihr die Temperatur des Schildes schnell senken könnt. Ach ja, wenn ihr durch den Canyon seid, vergesst ja nicht, das Teleporttor im Labor des Blauen Weisen zu aktivieren. Dann können wir uns zu euch hinüber teleportieren. Viel Glück! Ah! Ah, okay. Verstehe. Ich kann mir ja Zeit lassen. Hier gibt's auch Spähfliegen. Oh, das ist meine Temperatur, okay. Summ. Wie kann ich springen? Oh. Gut, gut, ist ja gut. Alter Schwede. Okay, wir können uns also doch nicht so viel Zeit lassen. Wäre aber schon nicht schlecht gewesen, wenn man mir vorher mal die Steuerung erklärt hätte. Egal. Hui! Das ist verdammt cool. Auch wenn ich hier irgendwie Musik vermisse. Whoop. Hab! Und. Da ist ein. Will ich haben.
Hopp! Shit! 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 Ich bin einfach instant geschmolzen. Hat das Ding nicht irgendwie ein Turbo oder so? Ich meine, es ist ziemlich langsam. Wie höher springen kann man auch nicht, also... Oder mal schneller fahren. Manchmal ein bisschen schneller fahren wäre hier gar nicht so unpraktisch. Wumm. Ich muss sagen, es ist eigentlich verdammt cool. Mit dem Hüpfdreher kannst du engere Kurven fliegen. Oh Gott. Okay. Noch lebe ich. So, den dich lassen wir in Ruhe. Du interessierst mich gar nicht. Hab ich. Wuhu! Das ist verdammt cool. Okay, wir haben auf jeden Fall hier alles querfliegen. Das ist sehr praktisch. Okay. Abgekühlt ist er auch. Ah, deswegen ist das hier wahrscheinlich so ein... Ich sag's mal, relativ kurzes Gebiet. Aua. Shit. Shit. Fuck. Shit. Shit, fuck. Why? Nein, stop it. Okay. Mal eine andere Frage. Wie viel haben wir jetzt hier? Die Sphärfliegen haben wir jetzt. Müssen wir wahrscheinlich nur noch durchkommen. Und hier sind noch 10... Ich meine, es hat auch sowas von so einem, ich nenne es jetzt mal Minigame. Ich mag sowas. Whee! Okay, ich sollte vielleicht doch wirklich mehr Rampen benutzen. Auch wenn es irgendwie unmöglich ist, über diese Abgründe da zu springen. Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt, wie das mit den... Ganzen gemeint ist. Okay. Okay. Wir sind cool. Cool. Autsch. Okay, noch schmelzen wir nicht. Jetzt aber schmelzen wir. Oh Gott. Yes. Oh yeah. Zoom! Juhu! Wir haben's geschafft! Das war verdammt cool! Fails, Dwarf! Ach du Scheiße, was denn hier los? Das sieht ja hier aus wie Apokalypse. Ich würde sagen, bevor wir hier auf große Wanderungstour gehen, sollten wir vielleicht erstmal das Portal aktivieren. Ich glaube, ich werde mich nie an dieses Kribbeln beim Teleportieren gewöhnen. Hey, sieht aus, als hätte der blaue Weiße eine Party geschmissen. Oh je, im Felsdorf ist die Hölle los. Wow, und was für eine Party. Nein, nein, ich meinte, Felsdorf wird gerade mit brennenden Felsblöcken bombardiert. Das ist nicht nett. Oh, sieht so aus, als hätte der blaue Weiser an einer Schwebemaschine gearbeitet, um die Brocken vorzuschaffen. Falls sie funktioniert, brauchen wir Energiezellen, um sie anzutreiben. Da werdet ihr wohl noch mehr besorgen müssen. Wir sehen uns besser seine Aufzeichnungen an. Jack, sieh mal nach, wie es den Dorfbewohnern geht und dann komm zurück und berichte mir. Und nimm die Ratte mit. Tatsache, jetzt könnte ich echt einfach mich warpen, wie cool. Okay, aber wir sind hier ja noch nicht durch. Leider. Was heißt hier leider? Es ist... In einem freut es mich auch. Nur im anderen habe ich jetzt keine Ahnung, wie ich hier noch fortfahren soll.
Schließlich fehlt uns ja hier noch ein bisschen was. Ne, Felsdorf haben wir. Ne, Sanddorf haben wir. Okay, fürs Orakel fehlt noch. Felsgrasier haben wir. Dann fehlen hier noch die zwei, aber das ist kein Ding. Die sind da auch bestimmt dann irgendwo. Verbotener Dschungel fehlt noch ein bisschen was. Besiegt die dunkle Echo-Pflanze. Da muss im Dschungel irgendwo noch ein Gebiet sein, das ich übersehen habe. Da muss irgendwo ein Gebiet sein, was ich total übersehen habe. Hast du gesehen, was für ein Riesenstück dieser Lockerhai aus dem Boot des Fischers gebissen hat? Am besten, wir halten viel Abstand zu diesen Viechern. Ich glaube nicht, dass wir es mit so einem Höllentier aufnehmen können. Gute Idee. Und hier könnten wir jetzt dann einfach... Tatsache, wir können jetzt hier einfach zur Nebelinsel. Nee, aber ich glaube dann... Ich glaube halt einfach, wenn wir, dass die Nebelinsel, die hat ja hiermit höchstwahrscheinlich nichts zu tun. Das würde mich zumindest wundern. Deswegen, ich möchte eigentlich nochmal in den verbotenen Dschungel. Allein schon, um da nochmal zu gucken, ob da jetzt noch was fehlt. Huscha, huscha! Ich wünsche, man gönnt sich an sich schneller... Wir können rollen! Das wusste ich gar nicht. Das Spiel mir gar nicht erzählt, dass man das kann. Eine Sache, die mich sowieso mal interessiert. Wie viele fucking Trophäen gibt es hier? Nur mal aus Interesse jetzt. Trophäensammlung. Gerade mal 14%. Holy fuck. Und wir haben 23% des Spiels. Das ist doch schon mal was. Hier unten haben wir uns noch nicht mal wirklich umgeguckt. Und es soll hier irgendwo eine dunkle Echo-Pflanze geben, die wir auseinandernehmen sollen. Nouveau. Da, wenn wir das wagen, sind wir Fischfutter. Das sollten wir also nicht tun. Eine dieser Sachen, die wir vielleicht nicht tun sollten, Fischfutter werden, könnte zu unserem Vorteil sein. Nee. Höha, höha. Eine dunkle Echo-Pflanze. Wenn ich eine dunkle Echo-Pflanze wäre, wo würde ich mich dann verstecken? BCW, wo würde ich dann rumlungern? Das ist eine gute Frage. Glaube ich. Ich finde es vor allem auch cool, wie das Spiel einen Tag-Nacht-Zyklus hat. Au. Wenn ich eine dunkle Pflanze wäre, würde ich mich auf jeden Fall nicht hinter einem Wasserfall verstecken. Das haben wir geklärt. Nein, Fisch! Böses Fisch! Warte mal, haben wir uns da schon mal... Ja, das ist das da. War das da? Das ist. Achso, das ist Gras! Ich hab gedacht, das wären Spikes! Sah pieksig aus. Alter, der Typ ist felsenfest! Und er hat seinen Spaß! Das ist hier jetzt echt eine knifflige Frage. Wo ist die dunkle Pflanze und wo ist diese blaue Tür? Das sind ja die letzten beiden Sachen, die uns hier noch fehlen. Dummerweise. Ich überfragt sein. Irgendwo muss es ja schließlich sein. Kommen wir da vielleicht noch irgendwo hoch? Ich meine, da war ja eigentlich auch nur eine Fliege, sag ich mal.
Oh. Fallschaden. Fallschaden. Dead. Das ist eine knifflige Sache gerade, weil hier fehlt was und das wurmt mich. Das wurmt mich und wurmt mich und wurmt mich. Frosch. Paff. Nee, hier unten sieht nicht so wirklich vielversprechend aus. Nicht das, was ich suche. Das war das, das war jenes. Ich bin gerade wirklich überfragt. Soll ich mal mit voller Energie zurückrennen? Ich frage mich gerade, warum würden sie sonst das hier... Fuck! Nicht ins Licht kommen, Jack! Nicht ins Licht kommen! Irgendwo muss das ja für gut sein. Boah, das kann doch nicht wahr sein! Das Energiesystem ist ja etwas Neues. Es gibt dir echt wenig Energie zurück. BCW, du musst verdammt viel machen, um ein Energiestück wieder zu kriegen. Jo, der hat immer noch seinen Spaß. Immerhin das. Okay. Mal, kann man hier für Saft... Brauche ich dafür Saft? Sieht mir jedenfalls nicht danach aus. Mein Handy ist fast leer. Sehr schön. Typisch Smartphone. Typisch Smartphone. Das Ding, ne? Nerv. So. Gehen wir nochmal in den Tempel mit vollem Leistending hier. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja beim letzten Mal irgendwas übersehen. Ach, die Dinger sind ja schon aufgeladen, stimmt ja. Weil ganz oben war ja auch noch mal was, was mich voll auflädt. Nur was mich gerade mehr wurmt, ist die Tatsache, dass ja hier irgendwo ein unterirdischer Gang sein soll. Den ich nicht finde. Wo ich zu inkompetent bin, ihn zu finden. Aber ich sag mal so, von da oben haben wir den besten Ausblick. Also von daher... Ja, von hier haben wir einen spitzen Ausblick. Zumindest manchmal. Das kann doch nicht wahr sein. Hier im Dschungel muss es doch noch irgendwo was geben. Hier gibt es zwei Sachen, die uns fehlen. Ich habe keine Ahnung, wie ich an eins von beiden rankommen soll. Blaue Öffnungsschalter... Wow. Ich bin so ein Honk, ne? Ey, ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Honk-Honk. Kein Wunder, dass ich hier nichts finden konnte. Ich bin so ein Omega-Honk. Auf jeden Fall haben wir das gefunden, wonach wir gesucht haben. Im nächsten Part von Jack und Dexter erkunden wir das Ganze. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.